Der Ursprung der römischen Wasserleitung Wiens ist im Bereich des Liesingbach-Quellgebiets im 23. Wiener Gemeindebezirk anzunehmen, wo auch der südwestlichste Fundort aufscheint. Um die Jahrhundertwende legten Nowalski, Proksch und Kubitschek Teile dieser Leitung frei. Die hierbei aufgefundenen Abschnitte zeigen ein dicht unter dem Bodenniveau laufendes Aquädukt, dessen lichte Breite ca. 50 cm beträgt und sich nach unten zu verjüngt. In den folgenden Animationen sollen einige mit der Wassernutzung in Verbindung stehenden Techniken dargestellt und erklärt werden. The origin of the Roman waterline is thought to lie in the vicinity of the source of the Liesing stream in Vienna's 23rd district, where finds were discovered in the most southwesterly location in Vienna. At the end of the 19th, beginning of the 20th century, Nowalski, Proksch and Kubitschek uncovered parts of this water line. The most important parts of such a water line will next be shown and explained.